Hallo und herzlich willkommen, liebe Zwillinge. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Zwillinge, Sternzeichen, Aszendenten oder auch wenn du deinen Mond im Zeichen Zwillinge stehen hast, kannst du hier möglicherweise in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen. Zum Neumond im Zeichen Stier, der gestern am 8. Mai stattgefunden hat, schauen wir uns an, wie sich diese Neumondenergie auf die Zwillinge auswirkt. Worum geht es hier gerade bei den Zwillingen? Was ist wichtig? Für die Zwillinge. So, und los geht es. Wir haben hier Herausforderungen, Rangeleien, Kämpfe, Kräfte messen, irgendetwas Kraftkostiges hier, irgendeine Auseinandersetzung, die hier irgendwie so ein bisschen mit Rangeleien und Machtkämpfen einhergeht oder wo man sich schwierigeren Herausforderungen oder Wettkämpfen stellt. Gleichzeitig sehen wir hier aber auch, dass du dich einer Sache gegenüber neutral und beobachtend verhältst, sehr abwartend. Du schaust hier in die Ferne, du möchtest hier irgendetwas erreichen, also du visierst hier ein Ziel an. Und dafür gehst du hier auch so ein bisschen in die Konfrontation oder in den Kampf, um dieses Ziel zu erreichen. Gleichzeitig sehen wir aber, dass du hinsichtlich deiner eigenen Träume, Wünsche oder Sehnsüchte hier dich abwartend und neutral verhältst. Also wir sehen hier Rangeleien, aber nicht in Bezug auf, die haben irgendwie nichts damit zu tun, dass du dieses Ziel hier erreichst, sondern da verhältst du dich eher passiv und bist hier in irgendwelchen, in irgendwelchen Auseinandersetzungen hier oder Herausforderungen verstrickt oder du stehst hier einer Herausforderung gegenüber. Vielleicht ist es auch so, dass du angesichts dieser Herausforderung, die du hier gerade siehst, wo du das Gefühl hast, du kannst hier etwas gerade nicht lösen, dass du dich hier erstmal abwartend, passiv verhältst und vielleicht auch über deine konkrete Vision einer Sache sprichst oder über deine Ziele und Absichten, aber hier irgendwie nicht so richtig planvoll zum Zuge kommst oder nicht so richtig in die Umsetzung kommst. Hier sehen wir, dass du hier gerade deine Zeit genießt. Hier haben wir das Thema Feste feiern, Gemeinsamkeiten, Dankbarkeit. Vielleicht hast du das Gefühl, du möchtest etwas Erreichtes feiern und bist dankbar für die Menschen, mit denen du hier schöne Momente hast, dich verbunden fühlst. Ja, du bist hier in Feierlaune oder vielleicht ist das dein Ziel. Vielleicht möchtest du etwas dankbar feiern. Hier sehen wir aber auch den Eremiten in deinem Unbewussten, auf deinem Fundament. Das ist ein Rückzug. Du ziehst dich von irgendetwas zurück. Du hast dich hier vielleicht von irgendeiner Sache zurückgezogen und versuchst jetzt hier in dir Antworten zu finden, in dir etwas zu klären, in dir Klarheit zu bekommen, in dir eine Richtung zu finden, zu erkennen, was sind deine Prioritäten, was ist für dich wichtig. Vielleicht hast du dich auch zurückgezogen hier von einer Verbindung oder von Freunden oder Menschen, mit denen du hier vielleicht sonst zusammen viel Zeit verbracht hast oder dich sehr verbunden gefühlt hast oder viel gefeiert hast, auch das ist möglich, dass man hier deswegen ein wenig in den Rückzug geht, aufgrund irgendeiner Herausforderung oder Auseinandersetzung. Das kann natürlich sein, dass dieser Rückzug hier mit zu tun hat. In der letzten Zeit, also hier die Vergangenheit, da sehen wir den Ritter der Stäbe. Da sehe ich, warst du sehr impulsiv in der letzten Zeit. Hier hat man irgendwo sehr ungeduldig gehandelt, wollte etwas voranbringen, etwas umsetzen. Da ist man sehr leidenschaftlich, möglicherweise, wie gesagt, auch temperamentvoll, ungeduldig, impulsiv. Auch mutig ist das, es ist ja all diese Feuerenergien, Mut, Entschlossenheit, Willensstärke. Sehr feurig warst du hier. Ja, aber aktuell bist du jetzt, wie gesagt, in diesem, noch mehr, schau mal, wie viele Feuerenergien wir hier jetzt sehen. Also wir haben 5 der Stäbe und es kommt jetzt die 6 der Stäbe. Das zeigt mir, dass du jetzt hier wirklich etwas
erreichen wirst. Du wirst dir einen Sieg erringen. Hier haben wir die Herausforderung, das ist die 5 der Stäbe und dann kommt der Sieg, das ist die 6. Also hier wirst du etwas meistern, du wirst erfolgreich sein in einer Sache und du wirst dafür auch Erfolg und Anerkennung bekommen. Du wirst etwas abschließen, etwas irgendwo triumphieren. Das ist die Siegeskarte. So, wir sehen hier einen erfolgreichen Sieg bei dir in dieser Angelegenheit, wo du hier aktuell mit einer Herausforderung, einem Wettkampf, Rangelei oder ja, so einem sportlichen Kräftemessen hier unterwegs bist. Du hast aber dein Ziel vor Augen. Ja? Wir sehen, du bist hier ausgerichtet auf eine Vision oder eine Sehnsucht, einen Wunsch, den du hier hast. Und da wirst du möglicherweise das erreichen oder du wirst hier irgendwo sehr erfolgreich sein. So, dann haben wir auf deiner Person den Bube der Schwerter. Das ist eine Energie, die hier sehr gut zum Zwilling passt. Die ist auf jeden Fall sehr logisch denkend, sehr intellektuell. Hier geht es um Klarheit. Hier möchte man etwas klären. Vielleicht bist du auch gerade sehr kommunikativ, sehr viel im Austausch. Ja, das ist auch so die Karte, die auch gerne so ein bisschen geschwätzig ist. Die sehr viel spricht über ihre Situation, über ihre Herausforderungen und auch über ihre Wünsche und Träume. Es kann aber auch sein, dass du dir hier Wissen suchst, Informationen suchst und dich deswegen austauschst, dass du hier Klarheit in einer Sache dir wünschst oder suchst. Vielleicht bist du aber auch sehr kritisch in einer Angelegenheit oder wirst auch kritisiert. Der Eremit ist ja auch sehr analytisch und beobachtend. Ja, vielleicht möchtest du auch hier irgendetwas verstehen. Auch vielleicht in dir. Hier haben wir die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin zeigt mir, dass du hier sehr intuitiv handelst, dass du auf deine innere Stimme hörst. Wir sehen hier auch Mitgefühl und Verständnis. Es kann sein, dass in deinem Umfeld auch jemand sehr mitfühlend ist, sehr verständnisvoll. Das kann auch sein, dass hier irgendetwas dir klar wird, dass hier irgendetwas ans Licht kommt, dass irgendein Geheimnis hier gelüftet wird. Ja, die Intuition. Der intuitive Weg. Also hier hörst du auf deine Intuition. Du wünschst dir einen Sprung nach vorn. Du möchtest irgendetwas erobern, irgendetwas erreichen, irgendein Abenteuer hier eingehen. Und das ist wirklich dieser Aufbruch, der mutige Aufbruch und der Sprung nach vorne. Das ist etwas, was du dir hier wünschst, vielleicht auch fürchtest, denn das ist auch die Position von den Ängsten. Also du wünschst dir auf jeden Fall hier einen Schritt nach vorne zu machen, etwas zu erobern, etwas mutig zu riskieren, nach vorne zu gehen, etwas anzupacken. Also sehr viel Feuerenergie, die natürlich auch hier schon überall liegt. Ja, wir sehen hier ganz, ganz viel Unternehmungslust und ganz viel Leidenschaft, Enthusiasmus. So, und jetzt kommt wieder ein Bube, und zwar der Münzen. Da wird ja jetzt ein ganz konkretes Angebot gemacht oder ein Ratschlag, eine Perspektive, irgendetwas kommt hier auf dich zu. Es wird dir etwas gereicht, eine Chance, eine Gelegenheit, eine Möglichkeit oder auch, wie gesagt, ein kluger Rat, ein Impuls, der dir sehr nützlich und hilfreich ist, der dir jetzt sehr gut helfen kann in deiner Situation, um hier etwas Langfristiges aufzubauen oder um stabil zu werden oder auch in die Fülle zu kommen. Ja, hier sehen wir wieder die 2. Wir haben ja schon die 2 der Stäbe hier, jetzt kommt die 2 der Münzen als unterliegende Energie. Das ist so dieses flexible, eine flexible Haltung. Da sehe ich dich anpassungsfähig, spielerisch, lässt du hier alles irgendwie auf dich zukommen und spielst mit den Möglichkeiten, mit den Optionen, die dir zur Verfügung stehen und gehst da so ein bisschen spielerisch, geschmeidig durch. Vielleicht wägst du auch ab die verschiedenen Möglichkeiten und schaust, was möchtest du? Ja, versuchst das hier zu klären, aber ich sehe auch, dass du irgendwie alles ein bisschen auf dich zukommen lässt gerade. Die 7 der Schwerter, da sehen wir das Thema der Unaufrichtigkeit. Hier scheint sich irgendjemand davon zu stehlen, da scheint irgendjemand nicht ganz ehrlich zu sein, unaufrichtig oder sich vor einer Konfrontation drücken, sich vor etwas scheuen. Und deswegen lieber sich aus dem Staub machen. Die 7 der Schwerter. Ja, und entweder ist das jemand,
dass du dir, wo du dir darüber bewusst bist und damit hier ganz gelassen umgehst, ganz spielerisch und deine Optionen anschaust. Es kann aber auch hier ein Gegenüber sein, die Königin der Schwerter haben wir nämlich hier auch, dass diese Person hier jemand ist, der unaufrichtig und sehr strategisch und kalkulierend vorgeht, dass hier jemand sehr unabhängig ist. Es kann aber auch deine eigene Energie hier sein. Die Königin der Schwerter passt, es ist eigentlich eine typische Zwillinge-Energie, Luftenergie, da sehe ich geistige Unabhängigkeit. Du gehst hier sachlich vor, mit dem logischen Verstand versuchst du hier etwas strategisch, logisch, vernünftig anzugehen, vielleicht auch eine Entscheidung zu treffen, etwas zu klären. Und das hat mit irgendeiner Unaufrichtigkeit zu tun oder mit irgendeiner Art von Drückebergertum. Es kann sein, dass es jemand ist, der jetzt vielleicht dir nahesteht oder der sich vor irgendetwas drückt, der hier für dich wichtig ist. Es kann natürlich aber auch sein, dass du auch selbst dir hier etwas vormachst oder dich hier vor einer Konfrontation drückst. Das ist auch möglich. Ja, und dass du dich hier deswegen so spielerisch so hier durch eine Situation so durchbewegst, weil die Königin der Schwerter eben auch mal sehr strategisch vorgehen kann, um ein Ziel zu erreichen. Wir schauen mal mit den Orakelkarten hier. Für die Zwillinge. Worum geht es hier gerade? Was ist hier wichtig zum Neumond im Stier? Für die Zwillinge. Okay, da kommt das Feuer wieder. Ja, es ist wirklich viel Feuerenergie hier auch zu sehen. Hier haben wir das Thema der rücksichtslosen Handlungen, die zum Konflikt führen. Also hier haben wir die negative Seite des Feuers liegen. Das heißt, es könnte sein, und das passt hier sehr, sehr gut zum Ritter der Stäbe. Das kann sein, dass man hier, wie gesagt, sehr impulsiv war und damit hier auch irgendwelche Tassen zerschlagen hat, obwohl man das vielleicht gar nicht wollte. Also dass man hier auch irgendwo über die Stränge schlägt und dass das hier irgendwie zum Konflikt geführt haben kann mit irgendjemanden oder jetzt gerade hier möglich ist bei einigen. So, was haben wir hier noch? Wir haben den König, da geht es um Autoritäten. Um eine Autorität, vielleicht hast du es mit einer Autorität zu tun oder bist selbst irgendeine Art von Autorität oder stellst sie für jemanden dar. Und da geht es dann um Diplomatie, dass man sich hier diplomatisch einer Sache zuwendet. Und das sehen wir ja auch mit den zwei der Münzen. Das ist auch eine Energie, die sehr viel von Diplomatie spricht. Also man geht geschmeidig, anpassungsfähig, flexibel, diplomatisch. Es ist auch diese Energie von Standpunktlosigkeit. Diplomatie ist hier etwas, was hier möglicherweise notwendig ist in irgendeiner Art Konflikt oder Auseinandersetzung. Dann haben wir hier die Versuchung. Es kann sein, dass du dich versucht fühlst, irgendwelche Handlungen zu unternehmen oder irgendwelche Dinge zu tun, die dich hier verlocken in irgendeiner Art und Weise. Und da darfst du vorsichtig sein, weil es hier Versuchungen geben könnte, die dich hier auf einen negativen Weg bringen. Ja, und gerade mit dem vielen Feuer hier, da, wie gesagt, da kann man schnell mal über die Stränge schlagen. Also da darfst du vorsichtig sein, zu was du dich oder zu welchen Handlungen oder Worten du dich hinreißen lässt. Und die wahren Gefühle werden hier irgendwo unter einer Maske versteckt. Und das passt jetzt auch sehr gut zu den sieben der Schwertern, die wir hier drunter stehen haben. Denn das ist genau diese Energie der Unehrlichkeit, der versteckten Absichten, der wahren Gefühle, dass man hier einer Sache sich ja vor einer Konfrontation scheut und versucht, sich hier davon zu stehlen. Irgendjemand versteckt hier seine wahren Gefühle hinter einer Maske. Das kannst du sein, es kann aber auch ein Gegenüber sein. Das habe ich ja hier auch schon gesagt. Also entweder bist du das hier, ja, dass du deine wahren Gefühle hier verbirgst, weil du hier strategisch vorgehst und unabhängig bist oder aber und unabhängig sein willst, oder aber du erkennst, dass jemand anderes hier seine wahren Gefühle verbirgt und sich hier aus dem Staub macht und sich hier nicht stellt, auf und davon, der irgendeine Konfrontation scheut und hier sich da so ein bisschen versucht, diplomatisch hier da durchzuspielen. Standpunktlos. Standpunktlosigkeit
Vielleicht ist das auch etwas, was du hier bei jemandem kritisierst. Kann aber auch sein, dass das deine eigene Standpunktlosigkeit hier ist. Wie gesagt, es kann hier beides sein. Ich will nicht mich da so weit aus dem Fenster lehnen und das jetzt nur auf eine Seite festlegen. Die wahren Gefühle werden hier auf jeden Fall irgendwo verborgen. Ich weiß nicht, ob das jemand anderes ist, weil du hier sehr impulsiv und sehr feurig daherkommst. Das ist vielleicht jemand anderes auch möglicherweise, es ist nur, was ich jetzt gerade hier bekomme, dass jemand anderes möglicherweise deine Impulsivität fürchtet und sich deswegen hinter einer Maske versteckt. Ja, aus Angst vor Konfrontation, das wäre möglich. Weil ich hier so wahnsinnig viel Feuer sehe bei dir. Oder eben umgekehrt ist es auch möglich. Eine lange Reise bringt jetzt die Ernte, die Ergebnisse. Der Stern, die Sterne. Der Stern ist im Tarot eine Karte, die immer dich auf einen guten Weg bringt, die erfolgversprechend ist. Das ist auch die Karte der Hoffnung, wo es darum geht, zu glauben, zu vertrauen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und es geht hier auch darum, die Ernte irgendwie einzufahren. Wir sehen ja auch den Sieg, den Erfolg. Also irgendwo scheinst du hier bald Erfolg zu haben oder ein Ergebnis zu erreichen, was dich hier sehr zufriedenstellt. Für die Zwillinge. Was ist hier gerade los bei den Zwillingen? Die Umarmung. Die Schlangenenergie. Okay. Und die Kirche haben wir. Okay. Also mit der Schlange haben wir erstmal einen negativen Einfluss von außen und den haben wir auch hier mit der Sirene, der Meerjungfrau, diese Versuchung, Verlockung. Da haben wir hier auch schwarze Magie, Erpressung, Drohung, Fesseln. Also das kann eine Verlockung sein, es kann aber auch eine Energie sein, die hier, wie gesagt, eher teuflisch daherkommt, wie Erpressung oder mit Drohungen. Irgendwie ein negativer Einfluss von außen. Etwas Negatives. Das kann mit diesem Konflikt hier zusammenhängen und dass du dich deswegen davor zurückziehst, weil du diese Schlangenenergie hier irgendwo wahrnimmst. Es kann aber auch sein, ich will es nicht unterstellen, ich sage nur, es kann auch sein, dass du selbst dich hier versuchen lässt, weil du sehr impulsiv bist und vielleicht auf andere auch bedrohlich wirkst. Ja, oder erpresserisch, das könnte bei einigen hier auch sein. Aber erstmal ist es eine Energie, die hier bei dir auftaucht. So, und wir sehen hier nämlich dazu die beiden Energien da geht es um Trost und Versöhnung. Da geht es um Emotionen und ein Friedensangebot. Wir haben ja hier gesehen, dass irgendjemand hier seine wahren Gefühle versteckt. Ja, möglicherweise nicht ehrlich ist, aber es gibt hier auf jeden Fall sind hier irgendwo ganz viele Gefühle im Spiel. Und da geht es jetzt darum, mit jemandem Frieden zu schließen oder sich zu versöhnen oder seelische Nähe zuzulassen, den Emotionen hier mehr Raum zu geben, in einem Konflikt möglicherweise oder in einer Art, wie du hier etwas angehst. Die Umarmung ist das Thema. Da geht es eben auch um Verständnis und Mitgefühl. Und das haben wir auch hier mit der Hohepriesterin, die ja auch sehr mitfühlend und verständnisvoll hier ist. Sehr warmherzig, sehr großzügig. Also das ist etwas, was hier jetzt wichtig ist. Und auch hier nochmal Trost finden, Trost spenden. Ich glaube, es geht darum, dass du hier Trost spendest für jemanden, mehr Mitgefühl zeigst oder auch, dass du auch Trost findest. Vielleicht brauchst du auch gerade diese Umarmung, diese seelische Nähe. Vielleicht geht es darum, dass du das zulässt hier mit irgendjemandem, dass du mehr Emotionen zeigst oder aber, dass du mehr Trost und mehr Nähe spendest und dich für eine Versöhnung öffnest. Eins von beiden, ja. Ich denke, es ist hier für jeden eine andere Situation. Aber darum geht es hier, um die Öffnung für die emotionale, für die gefühlvolle Seite, die eben auch Frieden ermöglicht und seelische Nähe ermöglicht mit Menschen. Und da geht es natürlich auch um die spirituelle Dimension, das spirituelle Erwachen. Manch einer findet Trost auch in der Religion oder in den spirituellen Welten, bei den Engeln oder aufgestiegenen Meistern, was immer es auch ist, was dir hier Trost spendet, wenn du es gerade brauchst, findest du es hier in der spirituellen Dimension mit der Kirche. Andersherum, wie gesagt, kann es auch sein, dass du hier jemandem
Trost spenden darfst. Das ist, was wir hier jetzt zumindest bekommen mit diesen Karten. So, und dann schaue ich mir an eine Göttin für die Zwillinge. Die Schlangenenergie. Vielleicht fühlst du dich irgendwo erpresst und bedroht, ja. Mach diese Schlangenenergie ausfindig bei dir. Welche Göttin kann dich jetzt hier unterstützen? Oh, das sind jetzt sehr viele, die hier gefallen sind. Ich reflektiere mich selbst und lerne daraus. Ja, das ist hier auch der Eremit. Da geht es um die Selbstreflexion. Ich bin stark wie eine Löwin und ich lasse mich auf das Abenteuer des Lebens ein. Das Abenteuer des Lebens, das haben wir hier. Na, der mutige Aufbruch, der Sprung nach vorne, das Erobern von etwas Neues, ein Risiko eingehen. Das ist, was du hier möchtest. Dass man hier sich auch für das Abenteuer öffnet. Das ist etwas, was du dir wünschst oder vielleicht auch, wo du Angst vor hast. Deswegen geht es ja darum, sich darauf einzulassen. So, ich schaue mir jetzt die Botschaften an. Die Feenkönigin möchte dich ermutigen, neue Möglichkeiten zu ergreifen und dich für das Unbekannte zu öffnen. Sie steht für Unvorhersehbarkeit und die Idee, dass das Leben ein Abenteuer ist. Oona ermutigt dich dazu, dich auf Veränderungen einzulassen und angesichts unerwarteter Ereignisse flexibel zu sein. Sie hilft dir, deine Sorgen loszulassen und eine spontane und unbekümmertere Haltung einzunehmen. Unbekümmerte Haltung, das ist diese hier. Spontan, unbekümmert, spielerisch, leichtfüßig, flexibel, anpassungsfähig. Erlaube dir, offen Neuem gegenüber zu sein. Vertraue deinen Instinkten, hier die Hohepriesterin, wenn du die Abenteuer des Lebens meisterst. Ja, also du darfst jetzt ein Risiko eingehen. Öffne dich für ein Risiko. Wage etwas. Das ist das eine. Du bist stark wie eine Löwin. Ja. Also du darfst jetzt wirklich hier in deine Kraft kommen. Und ja, Sekhmet fördert dich auf, deine Kraft und Stärke zu vertrauen. Erlaube deinem inneren Löwen zu brüllen. Lasse ihn seine Stimme erheben und seine Macht zeigen. Wie die Raubkatze, die ihre Grenzen klar und deutlich setzt, solltest auch du deine eigenen Grenzen kennen. Denn nur so kannst du sie schützen und für dich selbst einstehen. Dadurch wirst du auch von anderen respektiert werden. Sei mutig und stark wie ein Löwe, der seinen eigenen Weg geht und das verteidigt, was ihm wichtig ist. Nimm deinen Platz ein. So, und jetzt noch die letzte, die Kai, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, ganz ehrlich. Im Winter zieht sich die Energie von außen nach innen zurück und kommt zur Ruhe. Es ist traditionell die Zeit der Stille, des Rückzugs. In diesen Raum der Freiheit begibst du dich jetzt, fernab von Verpflichtungen und Vergnügungen. Ja, ne, dieser Rückzug von den Vergnügungen, das sehe ich ja auch. Hast du die Möglichkeit, dich mit existenziellen Fragen auseinanderzusetzen und deine inneren Welten zu erkunden? Beobachte dich selbst und reflektiere dich. Lasse die Ablenkungen und die Hektik des Alltags hinter dir. Fokussiere dich auf das Wesentliche. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Das machst du hier mit dem Eremiten. Ne, es geht darum, dein Leben bewusster zu gestalten und dir deine Werte, Überzeugungen und Ziele genau anzuschauen. Ja, abschließend hätte ich gerne hier noch einen Rat, einen Impuls für die Zwillinge von dem Sacred Destiny, der Flow. Ja, hier geht es darum, in den Flow zu kommen, mit dem Fluss zu schwimmen, dich auf die Strömung einzulassen und nicht in Widerstand zu gehen. Der mähende Fluss. So, der ist hier. Manchmal ist es angebracht, sich dicht am Ufer zu halten und manchmal gilt es, sich dem Strom anzuvertrauen. Beobachte, wohin das Leben fließt und folge dieser Richtung. Halte nach Zeichen Ausschau und gehe ihnen nach. Stelle dich nicht quer, denn wenn du mit dem Flow gehst, gedeiht deine Lebenskraft und du erfährst Heilung auf allen Ebenen. Außerdem ist es jetzt an der Zeit, alte und überkommene Glaubensmuster hinter dir zu lassen, zu vergeben und dich nicht mehr für deine Ansichten zu rechtfertigen. Wenn du die sanften Strömungen des Lebensflusses nicht spüren kannst, könnte das damit zusammenhängen, dass du dir gegenüber zu kritisch bist oder dich verurteilst.
Wenn du voller Dankbarkeit und Liebe in Einklang mit dem Flow kommst, dann wirst du überall um dich herum Segnungen wahrnehmen. Du wirst Erlösung finden und Heilung wird geschehen. Liebe Zwillinge, das ist es, was ich hier heute für dich sehe, was ich dir mitgeben kann. Ich hoffe, du konntest hier etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, einen Kommentar von dir oder auch über ein Abo. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.